Ja, Hallöchen und willkommen bei meinem ersten versuchten Tutorial zum OBS Studio. Also, wie ihr sehen könnt, handelt es sich um die OBS 0.13.2 Variante. Ich werde jetzt hier die Grundeinstellungen erklären und ein kleines Review abgeben, was ich bisher so damit gemacht habe und was es so für Bugs gibt, die ich feststellen konnte. Also, nichtsdestotrotz gehen wir gleich erstmal in die Einstellungen, die findet ihr hier unten. Und da ploppt gleich das Menü auf. Und zwar fange ich nur kurz an. Allgemein ist ja klar, Sprache, Motiv, je nachdem, wie ihr es einstellen wollt, vom Aussehen halt und was neu ist, Bestätigungsdialog beim Stream-Start und Stream-Stop anzeigen. Was natürlich dann im Vordergrund liegt, damit ihr das während des Spielens auch sehen könnt, weil ja OBS dann dementsprechend im Hintergrund laufen wird. Stream-Einstellungen ganz normal, Stream-Typ. Halt die Plattform, je nachdem, ob man jetzt eine bestimmte Plattform auswählen möchte oder man hat einen bestimmten benutzerdefinierten Streaming-Server. Man kann hier halt eine URL und einen Stream-Schlüssel halt angeben. Ansonsten nutzt man halt einfach die jeweilige Plattformauswahl von Twitch, YouTube, Pitbox und so weiter und so fort, wo ihr dann euren jeweiligen Server auswählen und den Schlüssel eintragen könnt. Wichtig ist jetzt der erste Punkt, die Ausgabe. Und zwar der Anzeigemodus ist normalen Einstellungsmenü, wenn ihr es zum ersten Mal aufmacht, auf einfach gestellt. Das heißt, ihr seht jetzt hier Stream und Aufnehmen. Ist jetzt nicht so, ja, aussagekräftig. Deswegen würde ich aufgrund der mangelnden Einstellungsmöglichkeiten erstmal auf den erweiterten Modus wechseln. Und da könnt ihr schon ein bisschen mehr einstellen, wie ihr sehen könnt. Zu meiner Aufnahmevariante, ich nehme immer mit meinem Video in VNC auf. Das heißt, ich habe eine Grafikkarte, die halt die dementsprechenden Encodierung übernimmt. Das heißt, ich kann da dementsprechend die CPU-Last ein bisschen rausnehmen. Ihr seht jetzt hier Audiospur 0, 0 nicht, 1, 2, 3, 4. Ja, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, inwiefern das wichtig ist. Und ihr seht jetzt hier das Profil. Das ist jetzt hier der Streaming-Tab. Da habe ich jetzt nichts weiter eingestellt. Ich streame immer regelmäßig auf Twitch. Bitrate deswegen 3500, Puffergröße ebenfalls 2500, Profil Main. Erzähle ich gleich noch, was die Einstellungen hier bedeuten. Und auch das Keyframe-Intervall standardmäßig auf 2 gesetzt, habe ich auch nicht geändert. Nur die Rate Control habe ich auf CBR gestellt. Erkläre ich euch jetzt im Aufnehmen-Tab. Und zwar, da gibt es nämlich ein paar mehr Einstellungen. Hier habt ihr die Auswahl zwischen normal und benutzerdefiniert FFmpeg. Ich nehme für meine Verhältnisse immer den normalen. Ein Vorteil nämlich von OBS Studio ist die Aufnahme von Audio auf mehrere Audiospuren. Deswegen hat man jetzt hier die Auswahl von 1, 2, 3 und 4. Das heißt, ihr könnt dementsprechend 4 Audiospuren aufnehmen. Und je nach Aufnahmeformat kann das halt sein, dass er es gar nicht schafft, mehrere Audio-Streams anzulegen. Wenn ihr mit Adobe Premiere arbeitet zum Beispiel, würde ich euch empfehlen, MP4 oder MOV zu nehmen. Das sind Ausgabedateiformate, die dementsprechend auch von der Software Adobe unterstützt werden. FLV und MKV definitiv nicht. TS und M3U8 sind auch Dateiformate, die MPEG-Formate sind, habe ich mich aber damit nicht weiter beschäftigt, weil ich das halt auch noch nicht genutzt habe. Also ich bin immer bei MP4 geblieben. Wir haben jetzt hier praktisch die Profile Baseline, Main und High. Dabei gilt es nicht nur zu unterscheiden nach der Encodierung, sondern auch nach der Dekodierung. Je höher das Profil gewählt wird, desto mehr Informationen werden mitgegeben beim Encodieren, beziehungsweise desto heftigere Algorithmen, sage ich mal, werden genutzt. Will man jetzt einen bestimmten Player ansteuern, zum Beispiel wie einen normalen Flash-Player, kann man ohne Probleme das Profil Main und High wählen, weil mit High-Profilen, zum Beispiel HD oder Full HD Videos oder Video-Encodings vorgenommen werden und dementsprechend der Dekodierer, in dem Fall der Flash-Player, das auch ohne Probleme abspielen kann. Möchte man allerdings mobile Endgeräte versorgen, sollte man zum Beispiel das Baseline-Profil wählen oder halt das Main, weil dementsprechend der Dekodierer von den Ressourcen halt beschränkter ist und nicht so viel Power hat, um das Material entsprechend schnell wieder zu dekodieren. Das heißt bei mir bei High eingestellt, das Keyframe-Intervall
ist standardmäßig auf 2. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass praktisch der Rechner alle 2 Sekunden ein neues Bild erstellt, also praktisch eine Schlüsselszene erstellt, an der sich dann dementsprechend dann die Szenengenerierung orientiert. Das bedeutet, er berechnet die Zwischenbilder anhand von den 2 Bildern, die er halt zu diesen Schlüsselszenen halt hat. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich meine. Kurz zusammengefasst nochmal, ich würde das Keyframe-Intervall jetzt nicht unbedingt ändern, weil alle 2 Sekunden eine neue Schlüsselszene zu erstellen, macht das halt einfacher für das Programm, neue Bilder genauer zu interpolieren, also zu berechnen. Dabei spielt dann weiterhin noch die Rate Control ein Faktor, sage ich mal. Ich habe es jetzt hier umgestellt auf CBR. Es gibt noch VBR und CQP, also praktisch konstante Bitrate, wie es hier steht, variable Bitrate, konstante Qualität. NVNC benutzt standardmäßig VBR, das heißt, Leute, die schon mal mit Shadowplay aufgenommen haben, die könnten einige Probleme bekommen haben, wenn sie die Videos im Nachhinein bearbeiten wollten. Komme ich später noch zurück. Fasse ich das zum Schluss nochmal zusammen. Bitrate. Je höher die Bitrate, desto besser die Qualität natürlich. Also 50.000 Bit entspricht dann ungefähr 5 MB die Sekunde. Das ist dann so ungefähr Blu-ray-Qualität. Habe ich mir mal sagen lassen, dass man das halt so mit der Qualität aufzeichnen sollte. Auch wenn man es im Nachhinein nochmal runterskaliert. Bei der finalen Ausgabe, wenn man die Videos nochmal schneidet. Was man hat, hat man. Details dazufügen ist halt schwierig, beziehungsweise die Qualität ist halt immer nicht die, als wenn ihr die jeweiligen Details schon vorher habt. Ja, Puffergröße auch 50.000 und dann hier den Haken erweitert gesetzt. Ihr habt hier halt den minimalen Quantisierungsparameter und den maximalen Quantisierungsparameter. Das bedeutet, ihr gebt hier eine Spanne vor, in dem das Programm quasi selbst eine Blockung vornehmen kann, das Bild. Ihr kennt das vielleicht aus ganz schnellen Bewegungen während eines Films, dass dann zum Beispiel Blöcke auftreten. Das liegt unter anderem auch an diesem Quantisierungsparameter, das heißt, bei schnellen Bewegungen komprimiert er mehr, also die Kompression ist höher und dadurch kommt es zu einer Blockbildung. Bei ruhigen Szenen nimmt er dann halt praktisch den Quantisierungsparameter wieder herunter, damit das Bild möglichst klar ist. Das heißt, in einer schnellen Szene kann halt das Auge sowieso nicht so krasse Details erfassen, deswegen wird dann halt die Komprimierung in dem Fall nach oben geschoben. Ja, das wäre es ja eigentlich schon zum NVIDIA-Encoding. Wenn man jetzt halt wie viele auf CPU-Kodierung setzt, nimmt man halt den X264. Hier habe ich halt wie gesagt nichts eingestellt, weil ich ja NVNC nutze. Und Bitrate, Keyframe-Intervall ist halt dementsprechend auch so geregelt, außer dass das Keyframe-Intervall halt auf automatisch gestellt ist. Nicht so fest wie bei NVNC auf 2, sondern hier auf 0. Hier kann man generell nur eine konstante Bitrate oder eine variable Framerate verwenden. Das heißt, konstante Bitrate ist so festgelegt, dass ihr wie in langsamen wie auch in schnellen Szenen immer eine gleiche Bitrate habt. Das heißt, auch in Szenen, wo nicht viel passiert, wo wenig Daten also erzeugt werden, wird trotzdem ein fest vorgeschriebener Bitratenwert benutzt. Prozessorauslastung, also Prozessorauslastung-Voreinstellung, höher ist weniger CPU-Last. Das heißt, ihr habt von Ultrafast bis Placebo alles hier drin. Je nachdem, was ihr für eine Einstellung wählt, wird halt dementsprechend stärker encodiert. Das heißt, bei Ultrafast habt ihr eine ganz leichte Codierung bloß drin. Die CPU dementsprechend wird weniger stark ausgelastet. Da muss man halt probieren, welche Voreinstellungen man halt nehmen kann. Sollte natürlich nicht das Spiel beeinträchtigen, das seht ihr dann dementsprechend dadurch, dass im OBS dann unten links
immer eine zu hohe CPU-Last angezeigt wird. Die hat dann das Problem, dass entweder das Spiel laggt oder noch schlimmer, dass die Aufnahme dann anfängt zu laggen. Dementsprechend müsst ihr dann halt hier rumprobieren. Profil, Baseline Main High, genauso wie schon vorher war, was ich gesagt hatte, und Tune ist dementsprechend nochmal eine Feineinstellung. Das heißt, man kann sich schon denken, je nachdem, was man hier auswählt, Film, Animation, Grain, hat nochmal präferierte Einstellungen, je nachdem, was man hier auswählt. Bei Film zum Beispiel ist es so, dass man dann halt eine Auslegung auf eine höhere Bitrate und höhere Qualität halt dementsprechend hat und dass hier weniger Blöcke auftauchen. Hier gilt auch wieder ausprobieren, was am besten passt. Also hier Zero Latency zum Beispiel, geringste Verzögerung oder halt dann ja, ob man Animationen halt hat oder halt Filme. Die X264 Option, die man hier sehen kann, ist praktisch eine Kommandozeile. Das ist aber nichts anderes, wie man das aus dem Videoverarbeitungsprogramm kennt, dass man quasi sagt, okay, mach jetzt ein Two-Pass-Encoding, also zwei Wege-Encoding oder ein Einwege-Encoding, nur dass man mit der Maus nicht irgendwie Häkchen setzt, sondern dass hier direkt per Hand als Kommandozeilenbefehl einträgt. Das heißt, dass beim Encodieren diese X264-Optionen direkt dann halt in das Encoding eingebunden werden. Ja, zur variablen Framerate ist eigentlich nichts weiter zu sagen, weil ich, als ich mich damit befasst habe, gelesen habe, dass MKV zum Beispiel das unterstützt. Da aber MKV bei Adobe-Produkten zum Beispiel nicht eingelesen werden kann, habe ich mich damit gar nicht weiter befasst. Ja, man kann es anhaken, das ist halt, falls die Frames droppen, dass es zum Beispiel keine Lags gibt, weil er dann nur einen bestimmten Framerate ja aufnimmt, was wir später noch einstellen, das zeige ich noch, wird diese Unterstützung auch dafür da sein, dass es bei Framedrops zum Beispiel nicht zu krassen Lags in der Encodierung kommt. Ja, hier sieht man die benutzerdefinierten MUX-Einstellungen, die sind dafür da eigentlich, um zu multiplexen. Das heißt wiederum, dass wir Audio und Video in extra Dateipakete unterteilen und dann danach, nach Abschluss der Aufnahme wieder zusammenfügen, beziehungsweise das Programm das tut, habe ich aber hier nicht eingestellt, weil ich das auch nicht brauchte. Jetzt zu den Audioeinstellungen. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, direkt nochmal unter dem erweiterten Ausgabenmodus Audioeinstellungen vorzunehmen. Hier kann man lediglich die Audiobitrate nur einstellen und dann dementsprechend die Audiospuren benennen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Aufnahme anlegt und die abspielt mit VLC zum Beispiel, steht dann halt da, wenn man die Audiospur wählen möchte, Desktop und Mikro. Genau, hier dementsprechend Audiobitrate. Ich habe halt 320 genommen für die bestmögliche Abtastung. Und dann kommen wir jetzt hier zu den Audio-Settings. Und zwar ist die Abtastrate automatisch auf 44,1 kHz gestellt. Ich habe die auf 48 kHz erhöht, einfach wegen der Qualität. Und den Kanal von Mono auf Stereo geändert. Man möchte natürlich rechts und links hören und nicht, also rechts und links unterschiedlich wahrnehmen. Wenn man halt Mono nimmt, dann hat man halt nur, sag ich mal, eine Spur, wo man halt nicht nach rechts und links unterscheiden kann. Desktop-Gerät, Audiogerät 1, Lautsprecher, eure dementsprechenden Lautsprecher auswählen, die ihr jetzt halt primär benutzt. Ihr könnt natürlich auch noch ein Audiogerät 2 einstellen. Ich habe jetzt nur mein Headset eingetragen, weil ich immer mit Headset spiele. Und dann mein Mikrofon dementsprechend hier eingestellt. Wichtig ist hier noch zu sagen, dass ihr die Audiogeräte, die ihr hier einstellt, auch unter Windows als Standard-Audiogerät eingestellt habt. Ansonsten greift das Programm nämlich nicht die Audioline an den jeweiligen Geräten ab und die Tonspur bleibt dann natürlich stumm. Ja, dann gibt es hier noch die Möglichkeiten, Push-to-Mute zu aktivieren, Push-to-Talk zu aktivieren, für die jeweiligen Geräte, die jetzt angeschlossen sind, habe ich wie gesagt nicht gemacht, dafür kann man dann später in den Hotkeys auch nochmal was einstellen. Ja, mehr gibt es hier eigentlich nichts einzustellen. Kommen wir weiter zu den Videooptionen. Das sieht jetzt auch recht leer aus. Wer halt OBS 1 genutzt hat, also die normale OBS-Variante, da war dann halt hier im Video die ganzen Ausgabeoptionen mit integriert. Das haben sie jetzt hier aufgeteilt.
Und ja, hier sieht man halt die Basis-Leinwandauflösung, wie etwas schlecht übersetzt ist, denke ich mal. Aber man hat hier die Basisauflösung von Full HD jetzt zum Beispiel, Ausgabe halt umskaliert in Full HD. Da war vorher halt ein anderer Wert drin, deswegen war das Bild ein bisschen verzogen, deswegen habe ich das dementsprechend hier ausgewählt. Skalierungsfilter, Langsource oder wie auch immer es ausgesprochen wird, habe ich hier geschärfte Skalierung, 32 Stichproben gewählt. Es gibt halt noch bilinear und bikubik. Bei bilinear geht es halt am schnellsten, ist aber eine Unschärfe bei der Skalierung. Und bikubik 16 Stichproben und Langsource 32 Stichproben. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Skalierung heißt einfach nur, wenn ihr es größer oder kleiner ziehen würdet. Man kennt das zum Beispiel bei Schriftarten, wo ihr dann, wenn ihr eine Schriftart habt und die zum Beispiel in Photoshop oder sowas bearbeitet, und zieht die größer, wird die pixelig. Und dieser Skalierungsfilter soll halt dann dementsprechend verhindern, dass das Bild schnell pixelig wird. Das ist einfach die sinnige und einfache Erklärung. Man kann ja auch dementsprechend Bruchteil-FPS-Werte einstellen oder Ganzzahl-FPS-Werte. Also hier halt wirklich, dass man sagt, bei Ganzzahl 30, ganz logisch, Bruchteil-FPS 30 und dann Komma 1, sage ich mal. Ich habe übliche FPS-Werte genommen, 59,94, vorher hatte ich 60, aber ich habe dann gesehen, dass zum Beispiel mein Adobe auch Spuren angelegt hat, wo ich gesagt habe, okay, 60 FPS bitte, und die aber nur mit 59,94 angelegt hat. Ob das jetzt so großartig was in der Synchronisation ändert, also bei mir hat es keinen Unterschied gemacht, aber ich habe immer ständig eine Warnmeldung gekriegt, dass mein Ausgabe, also mein Eingangsmaterial nicht den Szeneneinstellungen entspricht. Das hat mich genervt, deswegen habe ich es halt hier umgestellt. Ja. Hotkeys muss ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Da hat man für jedes Spiel jetzt praktisch, kann man Hotkeys anlegen, wenn man das möchte. Und dementsprechend halt auch Stummschaltungen oder Push-to-Talk oder sowas, das kann man hier alles einstellen. Und ich komme einfach jetzt zum Erweiter-Tab. Da ist nochmal ein bisschen was, wo man so denkt, was? Renderer gibt es zur Auswahl Direkt3D und 11 und OpenGL. Man kann praktisch beide auswählen. Ich habe jetzt aber Direkt3D ausgewählt, weil das unter Windows spezifische Windows-Einstellungen mit einbezieht und deswegen unter Windows performanter läuft als zum Beispiel unter Linux. Bei Linux nimmt man öfters OpenGL. Ist euch überlassen. Ich habe das mal ausprobiert, habe jetzt keinen krassen Unterschied feststellen können, aber dadurch, dass ich halt gelesen habe, Direkt3D ist unter Windows besser, nehme ich halt Direkt3D. Ja. Grafikkarte, seht ihr, habe ich keine. Nein, natürlich habe ich eine, aber man kann sie halt hier nicht auswählen. Ist, glaube ich, noch ein Bug, wird halt noch dementsprechend gefixt, aber ja. Farbformat NV12, I420, RGB. Hier könnt ihr dementsprechend auswählen, was ihr halt für einen Farbraum bevorzugt. Ganz einfach kann es nämlich sein, wenn jetzt eine externe Aufnahmekarte habt, dass die zum Beispiel andere Farbräume unterstützt. Das heißt, wählt ihr hier einen falschen Farbraum, können die Farben halt total falsch sein. Und das will man halt natürlich nicht haben. Deswegen gibt es hier die Auswahlmöglichkeiten, wie man das halt dementsprechend, welches Farbformat man hier wählen möchte. UV-Farbbereich und UV-Farbmatrix ist auch nochmal ein extra Farbraum. Ich habe es hier nichts weiter eingestellt, ganz einfach, weil das Bild für meine Verhältnisse gepasst hat und die Farben auch dementsprechend gut dargestellt sind. Also hier halt noch Farbbereich, ich habe hier teilweise den Farbbereich ausnutzt oder komplett. Und dann halt die Farbmatrix 709 oder 601. Je nachdem, was man jetzt hier auswählt, kann es sein, dass die Farben dementsprechend nochmal variieren. Deswegen heißt es hier immer, wenn man was umstellt, testen, testen, testen. Ja. Die Streamverzögerung sollte selbsterklärend sein, das heißt, wenn man die aktiviert, hat man dann praktisch nochmal eine Verzögerung, wenn man streamt, von den dementsprechend angestellten Sekunden. Automatisch wiederverbinden sollte auch klar sein, sollte mal die Verbindung zusammenbrechen, versucht das Programm beim Streaming wieder zu verbinden und das halt nach der Wiederverbindungsverzögerung von so und so viel Sekunden und so viel Wiederholungsversuchen. Die Audiospuren, die ich angesprochen hatte.
ihr habt hier einen Mixer. Diese Einstellung ist wichtig. Hier könnt ihr nämlich dann dementsprechend die festgelegten Audiospuren pegeln. Das heißt, das konnte man jetzt nicht in den Einstellungen machen. Das muss man hier über diesen Mixer einstellen. Ihr seht hier, dass mein Mic auf 100% gestellt ist und mein Desktop-Audio auf 67%. Was ungefähr von der Verringerung der Lautstärke von minus 3,5 dB entspricht. Mein Mikrofon habe ich heruntergemischt zu Mono. Einfach weil ich dann das Problem hatte, dadurch, dass ich halt ein älteres Mischpult benutze, dass ich auf dem linken Kanal die Stimme hatte und auf dem rechten war halt nichts. Soll natürlich nicht so sein. Deswegen auf Mono heruntergemischt, damit ich es auf links und rechts gleichzeitig habe. Man kann ja dementsprechend auch schwenken. Das heißt, so und so viel auf dem rechten Kanal oder auf dem linken geben, je nachdem wie man es haben möchte, aber eigentlich will man es ja ausgeglichen haben. Synth-Verschiebung. Man kann halt dementsprechend noch einstellen, ob eine Tonspur halt verzögert werden soll. Wie gesagt, habe ich halt auch nicht gemacht. Man möchte das ja praktisch, wenn man mit einer Webcam zum Beispiel aufnimmt, dass dementsprechend der Ton auch synchron kommt. Ja, und hier wichtig, Spuren. Das heißt, ihr habt jetzt hier die vier Audiospuren. Mein Desktop-Audio soll auf Tonspur 1, 2, 3 und 4 ausgegeben werden oder nur auf 1 und 4. Ganz einfach erklärt, bei mir habe ich jetzt praktisch für die Aufnahme mein Mic auf Spur 2 und mein Spielsound auf Spur 1 und für das Streaming auf Spur 4, beides zusammen. Zeige ich euch gleich warum, nämlich im Stream, mit Ausgabe Stream, ihr könnt hier nur eine Audiospur auswählen im Stream, die übertragen werden soll. Bei der Aufnahme habt ihr jedoch die Möglichkeit, bis zu vier Tonspuren anzulegen. Dementsprechend habe ich dann in meinem Mixer praktisch Spielsound und Mikrofon auf Spur 4 gelegt. Hier, damit beides übertragen wird. Und bei der Aufnahme, Audiospur 1 und 2, sollte ich mal lauter bei der Aufnahme sein oder leiser, kann ich dann dementsprechend meine Tonspur vom Mikrofon hoch oder runterziehen von der Lautstärke. Das ist halt der Vorteil zum Beispiel von, einer der Vorteile von OBS Studio oder Multiplattform, wie es halt vorher genannt wurde. Ihr könnt jetzt hier über die Szenen ganz normal wie im anderen OBS halt extra Szenen anlegen und dann dementsprechend Quellen hinzufügen. Ihr könnt jetzt sagen hinzufügen, ich möchte jetzt noch ein Bild, eine Browser Source hinzufügen, dafür müsst ihr allerdings das Browser Plugin installieren. Das findet ihr auch auf der Seite von OBS direkt, auch mit einem Installer gleich dazu. Ihr könnt halt praktisch, wenn ihr das Programm installiert, das gleich mit dieser Browser Source installieren. Dann könnt ihr Medienquellen, Text, irgendwas, Bildschirmaufnahmen hinzufügen, Fensteraufnahmen, Spielaufnahmen, Videoaufnahmen, also Videoaufnahmegeräte, wie zum Beispiel eine Webcam. Ja, das sollte euch alles bekannt vorkommen. Das Einzige, was jetzt anders ist, dass ihr praktisch, wenn ihr irgendwelche Bilder beschneiden wollt, konntet ihr das vorher im OBS, im normalen OBS direkt in dem Vorschau-Screen machen, habt ihr halt eine Szene angeklickt und habt ihr dementsprechend mit gedrückter Alt- oder Steuerungstaste dann beschnitten. Das geht hier nicht mehr. Ihr müsst hier jetzt Filter hinzufügen. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, Effektfilter hinzuzufügen. Und hier ist dann zum Beispiel Zuschneiden, dass man halt dementsprechend dann das Bild halt zuschneiden kann. Das ist jetzt ein bisschen anders gehandhabt. Ich musste da auch erstmal kurz suchen, aber an sich keine schlechte Sache. Ja, das war es eigentlich so zu den grundlegenden Einstellungen. Was jetzt auch neu dazu gekommen ist, ist halt dieser Studio-Modus. Ich habe den noch nicht benutzt, deswegen will ich jetzt hier auch nichts Falsches erzählen. Ich habe ihn nur mal kurz ausprobiert und zwar habt ihr jetzt hier eure dementsprechende Szene auf der rechten Seite. Links könnt ihr jetzt eine beliebige Szene hier aus euren Szenen auswählen und dann mittels Tastendruck einfach überblenden. Und dann könnt ihr halt hier auswählen, ob ihr einen Schnitt oder eine Überblendung machen wollt und dann dementsprechend wie lange das dauern soll. Ihr könnt das auch hier einstellen. Auch da kann man bei den Hotkeys dann einen Tastendruck zuweisen, dass man das halt per Tastendruck dann einfach überschiebt.
Ja, zu den kleineren Bugs. Also, bei den Einstellungen, ich hatte vorhin schon mal was angesprochen bei der Ausgabe, und zwar CBR, VBR etc. Also, Shadowplay zum Beispiel, das von der Grafikkarte mitgeliefert wird, benutzt variable Bitrate. Das heißt, macht folgendes: Ist in den Szenen nicht so viel los, sind nicht so viele Daten vorhanden, schraubt ihr die Bitrate runter, um die Dateigröße zu minimieren. Das Problem allerdings ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sony Vegas ist, aber ich benutze Adobe Premiere und da habe ich das Problem, wenn ich eine variable Bitrate habe, kommt das Programm damit nicht klar. Das heißt, Ton und Video werden asynchron. Deswegen halt hier konstante Bitrate ausgewählt. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt bei x264 verhält, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine variable Framerate anwählt. Das kann ich euch nicht sagen, das müssten vielleicht die Leute mal testen. Weiteres Problem, was eigentlich gefixt worden ist mit der Version 13.2, beziehungsweise mit der Vorgängerversion schon, was bei mir aber nicht eingetreten ist, nämlich mit dem Encoder NVENC auf, habe ich das Problem. Wenn ich länger als eine Stunde aufnehme, gibt es irgendwo in dieser Stundenaufnahme ein, zwei Breaks, wo er scheinbar beim Ablegen der Datei zum Schluss einen Audiofehler macht. Das heißt, es gibt einen kurzen Aussetzer von nicht mal einer Sekunde, glaube ich. Aber diese Sekunde ist dann halt natürlich, ab dieser Sekunde ist dann wieder asynchron, Ton- und Videospur. Und das passiert nicht nur einmal, sondern zwei bis dreimal. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr mit Nvidia NVENC aufnehmt, macht nach einer halben Stunde einen Break in der Aufnahme und zeichnet wieder neu auf. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es auch mit x264 solche Probleme gibt, aber dadurch, dass der Nvidia-Encoder noch nicht so etabliert ist und halt neu auf dem Markt, gibt es da halt noch einige Bugs. Ja, ein weiterer Bug, der mit der Version 13.2 dazu kam, den ich in der Vorgängerversion nicht hatte, ist folgendes. Das wurde aber auch nur von Nutzern von Adobe Premiere Software beanstandet und nicht von Sony Vegas. Wenn ihr die Dateien praktisch in Adobe einlest und er die Video- und Audiospuren halt angleicht, dass ihr danach am Anfang random irgendwo bei irgendwelchen Dateien einfach ein grünes Bild habt. Das heißt, wenn ihr dieses Videofile von Anfang an abspielt, seht ihr, dass das Video, also das Videomaterial, die ersten, naja, 5 Sekunden ungefähr oder bis 10 Sekunden, dass Blockbildungen gibt und natürlich dementsprechend das Bild gestört und die Audiospur nicht synchron ist. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug von Adobe ist, aber ich habe die Programmversion nicht aktualisiert. Ich denke mal, es war dann halt irgendwas in den Einstellungen von OBS, die in der nächsten Programmversion 13.2 jetzt getroffen wurden, dass es da irgendwie dann sich mit Adobe irgendwie beißt. Ansonsten, wie gesagt, ist das Programm eigentlich eine gute Wahl. Es ist halt kostenfrei. Das ist halt ein ziemlich guter Funktionsumfang für eine freie Software. Und wenn man das halt benutzt, kann man halt dementsprechend mit der Studio-Version gleichzeitig streamen und aufnehmen. Ja, fürs erste Tutorial seid nicht zu hart mit mir und vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Tutorial mal wieder.